Hallo, liebe Angelfreunde. Ihr sucht für eure Methode das richtige Raubfischvorfach. Ihr steigt durch den Dschungel der vielen verschiedenen Materialien nicht mehr richtig durch. Ich möchte euch in diesem Video einen kleinen Überblick über die Vielzahl der erhältlichen verschiedenen Materialien geben und einen kleinen Hinweis darauf, wie diese Materialien dann auszuwählen sind. Ihr werdet erfahren, welches meine drei Top-Materialien sind, meine Top 3 für die meisten meiner Einsatzfälle. In späteren Videos werde ich euch dann auch noch erklären, wie die einzelnen Materialien jetzt verarbeitet werden und natürlich etwas ausführlicher dann auf die besonderen Vor- und Nachteile eingehen. Kennt ihr wirklich alles, was es an möglichen Vorfachmaterialien für den Hechtfang gibt? Kennt ihr alle Vor- und Nachteile zu den verschiedenen Materialien? Wählt ihr eure Vorfächer mit Bedacht und Wissen rund um das Material aus? Oder habt ihr euch nicht so besonders viele Gedanken zu den für euch wichtigsten Vorfacheigenschaften gemacht? Ich bin ebenso wie viele andere Angler davon überzeugt, dass die Vorfachwahl wahrscheinlich ähnlich wichtig ist wie die Köderwahl selbst. Und wer da keinen besonderen Wert drauf legt, wer das also nicht besonders beachtet, der wird also ganz schnell dann auch zweiter Sieger sein. Beobachte also immer wieder, dass verschiedene Angler mit dem gleichen Köder und vermeintlich der gleichen Köderführung angeln und trotzdem sehr große Unterschiede entstehen. Es ist ein riesiger Fehler, dauernd das gleiche Material zu verwenden. Und deshalb habe ich euch in meinem ersten Themenvideo auch ein paar Tipps zum Schnellwechseln gegeben. Das findet ihr hier oben dann noch einmal wieder. Nicht weitgerecht empfinde ich es, wenn die Vorfachwahl lediglich bissorientiert stattfindet. Ohne Rücksicht auf die mögliche Gefährdung der Fische zu nehmen, ist das also immer ein großes Problem. Einfach nur super dünn und unsichtbar zu wählen, um kurzweilig durch den Angeltag zu kommen, halte ich persönlich für unverantwortlich. Wenn große Köder oder solche mit mehreren Drillingen im Hechtmaul dann abreißen, dann hat der Angler schwere Fehler gemacht. Das gilt es zu vermeiden. Es ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe für jeden Angler, sein Vorfach optimal auszuwählen und seine besonderen Vorfächer zu finden. Gilt jeweils eine Abwägung zwischen gutem Fangerfolg und Sicherheit für den Fisch und Drill dann zu gewährleisten. Bei mir findet das stets vor dem Angeln in Form einer kleinen Nutzwertanalyse statt, in der ich die nötigen Vorfacheigenschaften für meine momentan praktizierte Methode auswerte. Im letzten Video habe ich euch die vielen verschiedenen Eigenschaften der Vorfächer dann auch vorgestellt. Seht ihr also hier nochmal eingeblendet. Ich hoffe, ihr wisst, welche Eigenschaften für euch gerade wichtig und sinnvoll sind. Für alle gilt eigentlich immer, dass der Fisch sicher gelandet werden soll. Und natürlich möchte man möglichst viel oder auch seltener dann lieber ab und zu größere Fische fangen. Besonders großen Erfolg haben. Hier entstehen schon Unterschiede in der Köder und damit auch in der Vorfachwahl. Legt ihr mehr Wert auf viele oder große Fische? Das ist die erste wichtige Frage, die ihr euch stellen müsst. Also starkes oder besonders sicheres Vorfach oder doch lieber ein dünnes und besonders unsichtbares Material wählen? Wir gehen da später noch mal genauer drauf ein. Hier möchte ich euch zunächst einen generellen Überblick über die vielen möglichen Materialien der Raubfischangelei geben. Egal welches Material wir auswählen, überall spielt auch die Verarbeitung eine riesengroße Rolle. Was hast du für ein Vorfach drauf? Stahl, sagt der andere. Und die Antwort kann ungenauer nicht sein, denn Stahl allein können zig verschiedene Varianten sein. Könnt ihr alle Möglichkeiten benennen, die ein Vorfach so haben kann? Ein Stahlvorfach ist auf vielfältige Art und Weise unterschiedlich. Kennt ihr wirklich alle? Die einfachste Variante ist einfacher Draht. Die wichtigsten Gründe, um einfachen Stahldraht auszuwählen, ist, das Material ist
super dünn, es ist sehr günstig und es ist sehr einfach zu verarbeiten. Dünner geht bei vorgegebener Festigkeit überhaupt nicht. Und das ist jetzt nicht nur das grobe, klotzige Zeugs. Tatsächlich lässt sich Draht vielfältig einsetzen. Zwar ist dieses Material ziemlich steif und überhaupt nicht knickfest, aber sogar so kleine Köder, ich zeige es euch hier mal in die Kamera, so kleine Köder lassen sich also wunderbar mit Draht einsetzen. Das liegt daran, ich habe hier schon mal so ein Draht montiert, dass dieses Material extrem dünn und ohne Komponenten einsetzbar ist. Das hat große Vorteile und gerade osteuropäische Spinnangelspezialisten benutzen dieses Material besonders gerne sogar in Wettkämpfen, wo man ja auch dann viel teureres und viel aufwendigeres Material nutzen könnte. Die Vorteile liegen auf der Hand. Ich kann also hier sehr dünn und damit die Beweglichkeit erhaltend arbeiten. Ich habe eine offene Öse des Köders hier, also der Köder kann frei beweglich hier in dieser Öse schwanken, ohne dass ich einen schweren Karabiner davor habe. Und weil der Draht auch sehr schön rund ist, kann ich direkt an den Draht anknoten. Das geht bei anderen Vorfächern nicht. Andere Vorfächer schneiden ab, wenn ich sie direkt anknote. Also habe ich hier richtig Gewicht und Material gespart. Bei gleichzeitig sehr dünnem Material habe ich die Beweglichkeit auch dieser allerkleinsten Köder erhalten. Von ganz klein und ganz dünn bis dick und klotzig in der Haifischangelei ist Draht tatsächlich vielfältig einsetzbar. Ich denke da auch an die Spinnstangen, die lange Zeit für Wobbler und Jerkbaits eingesetzt wurden. Da gibt es aber inzwischen besseres Material, das erkläre ich euch dann später noch einmal. Spinnstangen sind heute nicht mehr so angesagt, weil sie einfach eine große negative Eigenschaft haben. Sie verbiegen sehr leicht. Dieses Verbiegen, wenn man ein, zwei Hechte gefangen hat, ist das Ding geknickt, behindert den Lauf. Das heißt, wenn ich mit einer krummen Stange oder mit einem geknickten, gewickelten Vorfach angle, dann ist die Beweglichkeit meines Köders deutlich eingeschränkt. Das will ich vermeiden, weil Beweglichkeit ist ein ganz wichtiges Kriterium für meine Vorfachauswahl. Früher hat man sich die Beweglichkeit des Vorfachs bzw. die Knickproblematik ganz einfach vom Leib gehalten. Man hat mit einer Kette geangelt. Auch Ketten sind als Vorfach geeignet. Das möchte ich euch aber nicht empfehlen. Das ist jetzt hier so ein kleiner Blick in die Geschichte. Mit Naturködern war das also ganz gut einzusetzen. Aber für unsere Angelei heute ist das Material einfach viel zu schwer, viel zu klotzig, zu auffällig und es gibt viel besseres Material. Will ich heute Knicke und Unbeweglichkeiten im Vorfachmaterial vermeiden, dann gehe ich auf mehrfädigen Stahl. Inzwischen gibt es also verschiedene sogenannte Feinseile, die also dann die verschiedenen Eigenschaften in sich mehr oder minder gut vereinbaren. Es gibt das sogenannte Seven Strand, das ist 1x7, siebenfädiger Draht, der in sich verwoben ist. Ich habe hier mal ein ähnlich verarbeitetes Seil mitgebracht. Hier haben wir jetzt nur drei Stränge, die ineinander verdreht sind. Und bei Seven Strand kann man sich das dann vorstellen, da sind sieben verschiedene Stränge ineinander verdreht. Und wem das dann immer noch zu empfindlich ist, also Seven Strand kann man immer noch ein bisschen knicken, das hat auch noch eine gewisse Reststeifigkeit, der kann auf 1x19 gehen. 1x19, da wird also siebenfädiger Stahl mit nochmal entsprechend dann 12 Litzen drumherum verarbeitet. Also in der Mitte 1x7 und außenrum 12 Litzen mit ineinander verdreht. Dann habe ich 19 Strand und es geht noch besser. Das sogenannte 7x7 Material ist das geschmeidigste aller Stahlvorfachmaterialien. Da werden also 7 7 Strand Drähte ineinander verdreht zu einem 49 Strand Material. Das ist ein Wundermaterial, das ist noch weicher, noch geschmeidiger, als wir es bei normaler Angelschnur dann erwarten können. Wer das nicht kennt, der sollte es unbedingt mal in Augenschein nehmen.
Ich habe da also sogar normale Angelhaken ganz normal angeknotet. Dieses 7x7 Material lässt sich also auch knotend wunderbar verarbeiten. Mit etwas Übung kriegt man also ganz ordentliche Verbindungen damit hin. Der Vorteil von dem sogenannten Seven Strand ist, dass es sich extrem leicht verarbeiten lässt. Es ist immer noch sehr dünn. Ja, merken uns, je mehr Stränge wir bei gleicher Tragkraft in dem Material haben, desto dicker wird das natürlich. Ist klar, massives, solides Material ist in sich stabil, da hält also der ganze Durchmesser dann voll die Tragkraft. Wenn wir da eben Luft bzw. Füllstoff dazwischen geben, weil wir eben verschiedene Stränge haben, dann wird das Material etwas auftragend, es wird etwas dicker. Das ist dann etwas auffälliger. Aber dafür holen wir uns dann die Geschmeidigkeit und längere Haltbarkeit herein. Da müssen wir dann abwägen, will ich also lieber dünneres und etwas steiferes Material oder etwas dickeres und dafür langlebiges, sehr weiches Material haben. Beides hat seine Daseinsberechtigung und ist in bestimmten Situationen sehr, sehr gut. Die Verarbeitung von Seven Strand ist sensationell einfach und das Material ist auch sensationell günstig. Es ist mein erstes und meistverwendetes Vorfachmaterial überhaupt, weil es einfach in vielen Situationen sehr günstig und sehr einfach einsetzbar ist. Vor allem dort, wo man viel abreißt, wenn wir uns jetzt zum Beispiel das Angeln mit Gummifisch am Rhein oder in der Elbe vorstellen, da hat das Vorfach keine lange Lebenserwartung, da muss es schnell und günstig wechselbar sein. Da ist also Seven Strand dann unschlagbar. Immer dann, wenn ich mit Köderfischen zum Beispiel den Fisch, den Köder nehmen lassen möchte oder wenn ich besonders lange mit dem Vorfach angeln möchte, dann kann ein mehrsträngiges Material auch sinnvoll sein. Aber mehr Stränge bedeutet auch, wenn ich das mit Quetschhülse verarbeiten will, wenn ich also diese vielen Fasern in ein vorgegebenes, besonders enges Loch hineinfädeln möchte, dann ist das recht kompliziert. Wer schon mal 7x7 geschnitten und dann versucht hat, in eine Quetschhülse einzuführen, der weiß, wovon ich rede. Das erkläre ich euch aber in einem späteren Video. Da gibt es ein paar Tricks, um da die Probleme zu vermeiden. Ja, damit nicht genug. Es gibt dann noch endlos viele verschiedene Markenanbieter von Stahlvorfächern, auch No-Name-Angebote, die dann aus Asien kommen, gibt es. Und da gibt es gravierende Materialunterschiede. In der Regel sind viele Stahlvorfächer gar nicht für uns Angler gefertigt. Das sind sogenannte Feinseile, die also für den Büromaschinenbau und andere Maschinen dann gedacht sind. Dort werden die dann zum Transportieren von irgendwelchen Wagen oder Teilen innerhalb der Maschine eingesetzt, weil sie eben schön flexibel sind. Die Dinger sind dann aber silbern und werden für uns Angler dann nur, weil silbern eine fürchterliche Farbe unter Wasser ist, die verschreckt die Fische tatsächlich, die werden dann einfach in ein Tauchbad getunkt, eingefärbt, damit also der Angler erstmal ein gutes Gefühl dabei hat. Allerdings dieses Tauchbad, diese Farbe, die einfach nur drauf gestrichen wurde oder durch das Tauchbad, der eben außen aufgebracht wurde, das Tauchbad, das hält nicht lange. Und dann werden die Vorfächer schnell wieder silbern zu einem Fischschreck. Und ich vermute, da kommt also viel Angst der Angler her. Wenn ihr vielleicht mal nicht so gute Erfahrungen mit Stahlvorfach gemacht habt, dann probiert mal American Fishing Wire aus. American Fishing Wire ist mein Anbieter der ersten Wahl, weil das Material sehr geschmeidig ist. Die Färbung, die Oberflächenfärbung ist also durchgehend, die hält also sehr, sehr lange die dunkle Farbe. Wir haben also immer dieses Camu-Braun, das also dann wie eine kleine Alge im Wasser oder sowas aussieht. Und das kommt dem Fisch also gar nicht irgendwie suspekt vor. Das ist also dünn, geschmeidig und langlebig auch gut gefärbt. Und deswegen habe ich also jetzt meine weiteren Ausführungen immer auf American Fishing Wire dann ausgelegt. Ja, und falls ihr meint, das wäre jetzt alles an verschiedenen Stahlvorfächern gewesen, weit gefehlt, es geht noch mal weiter. Denn diese ganzen Materialien, ob 1x7, 1x19 oder auch 7x7,
gibt es immer noch mit einem Mantel, mit einem Plastikmantel umzogen. Was soll das denn schon wieder? Stellen sich viele die Frage und manche achten da gar nicht drauf. Die kaufen irgendwelches Vorfach nur nach 1x7, 1x19 oder 7x7, ohne darauf zu achten, ob das Material jetzt beschichtet ist oder nicht. Beschichtet hat Vor- und Nachteile. Ich persönlich bin also für die Vorfächer vor dem Köder eigentlich immer auf unbeschichtete Materialien aus. Mit dem Plastikmantel erhält man zwar einige Vorteile, wie zum Beispiel erhöhte Knickfestigkeit, erhöhte Dauerfestigkeit und auch eine große Verbesserung der Verarbeitbarkeit. Diese Stränge, die sonst so auseinanderflutschen und sich durch die Quetschhülse schlecht einfädeln lassen, die werden also mit dem Plastikmantel sehr schön zusammengehalten. Aber für mich ganz entscheidend, die Dicke des Materials nimmt zu und dadurch dann natürlich auch die Sichtbarkeit, die Beweglichkeit der Köder. Und das sind Eigenschaften, auf die ich persönlich sehr großen Wert lege. Für mich soll das Material in der Regel sehr dünn und sehr fein daherkommen, um eben ein Maximum an Unauffälligkeit zu bieten. Trotzdem habe ich ein Material hier aus dieser Range in mein Top 3 Material ausgewählt. Und zwar ist das American Fishing Wire 7x7 Material mit Plastikmantel. Und das benutze ich ganz gerne und fast nur noch als sogenanntes Stinger-Material. Die Stinger, die also am Köder Angsthaken, haben wir auch schon mal in einem Video gesehen, die Diskussion, ob die jetzt Sinn machen oder nicht. Stinger sind teilweise sinnvoll und die Dinger sind extrem beansprucht. Die Schnur geht am Köder entlang oder manche tun die Schnur auch in den Köder hinein. Und dieses Material, wenn das also so dicht am Fischmaul ist und der Fisch, der schüttelt und schaukelt damit umher, das wird super stark beansprucht. Nehmt da bitte niemals dünnes, unummanteltes Stahlvorfach, sondern immer starkes, besonders tragkräftiges und möglichst auch plastikummanteltes Material. Für mich mit Abstand das beste Stinger-Material auf dem ganzen Markt ist 7x7 mit Plastikummantel. Das hält länger, als jeder Angler mit seinem Köder da loszieht. Wenn ich mir eine aufwendige Montage baue, dann soll die möglichst lange erhalten bleiben. Und ich habe die Erfahrung gemacht, meistens sind meine Angelhaken durch den Fang vieler Fische eher stumpf, als dass das Material durch ist. Trotzdem sollte man das natürlich immer mal ein bisschen in Augenschein nehmen, aber ihr werdet euch wundern, wie lange so ein Material dann tatsächlich durchhält. Viele kennen dieses plastikummantelte Seven Strand auch von fertigen Vorfächern. Diese riesigen Blisterkarten, die es gibt mit 50 oder 100 Vorfächern oder auch so diese Bündelpäckchen, 20 Vorfächer in einer Tüte, werden meistens aus plastikummanteltem Seven Strand angeboten, weil sich das Zeug extrem leicht verarbeiten lässt. Es ist sehr haltbar und es gibt da wenig Reklamationen, was die Haltbarkeit angeht. Was aber nicht draufsteht auf der Verpackung, dieses dicke Zeugs, dieses relativ steife Zeugs, bringt weniger Bisse. Meistens sind auch relativ einfache Komponenten daran verarbeitet, denen ich nicht so richtig über den Weg traue. Das gesamte Ding muss ja recht günstig sein und deswegen sind meistens auch billige Wirbel und billige Karabiner verarbeitet und da trennt sich schnell die Spreu vom Weizen. Also wenn ihr plastikummantelte Vorfächer benutzen möchtet und wenn ihr vielleicht diese Fertigvorfächer da auch im Einsatz habt, der Wirbel, der oben dran ist, der hält meistens ausreichend, aber den Karabiner unten, den würde ich unbedingt austauschen. In einem extra Video werde ich später noch einmal auf den Sinn und die Qualität von verschiedenen Komponenten im Stahlvorfach oder im Montagenbau für unsere Raubfischangelei dann eingehen. Aus irgendwelchen Gründen haben viele Angler Angst vor Stahl. Das hat irgendwie nicht so ganz guten Ruf und viele weichen auf andere Materialien aus. Ich kann das nicht so richtig nachvollziehen, denn es ist dünn, es ist 100% fest gegen scharfe Zähne, es ist steif oder flexibel, je nachdem, wie wir das auswählen und haben möchten. Alles ist möglich mit einem ordentlichen Stahlvorfach. Für mich ist also Stahl das Allerbeste, was wir für die Hechtangelei benutzen können.
Manche Köder mögen es aber nicht, wenn jetzt relativ viel Gewicht vor dem Köder hängt. Wenn das der Köder ist, hier ist das Vorfach und da achten auch viele Angler nicht darauf. Die haben dann relativ dickes und auch mit schweren Komponenten versehenes Material davor. Und manche Köder verzeihen das überhaupt nicht. Die Beweglichkeit ist eingeschränkt. Wir kriegen also dann auch Probleme mit dem Abtrieb. Der Köder wird also, das sind ja wirklich aufwendige physikalische Gebilde. Und wenn dann das schwere Vorfach davor hängt, dann wird der Köder auch gerne mal so ein bisschen nach unten geneigt und der Lauf wird also schnell ein anderer. Dann kann es sinnvoll sein, ein deutlich leichteres Material einzusetzen. Und das modernste Material, das also auch viele tolle Eigenschaften mit sich bringt, noch nicht so ganz lange auf dem Markt, ist tatsächlich Titan. Titan kennen wir aus dem Flugzeugbau, wird also auch in der Medizintechnik vielerorts eingesetzt, weil es hohe Festigkeitswerte mit einem sehr geringen Gewicht vereint. Titan hat ungefähr das halbe Gewicht von Stahl und das kann also auch ein ganz gravierender Vorteil in Relation zum Stahl sein. Und deswegen ist Titan meine Nummer 3 in den besten Vorfachmaterialien überhaupt. Titan kommt für mich immer dann zum Einsatz, wenn ich in Gewässern mit sogenannten Hardbaits angle oder mit sehr großen Gummifischen. Wenn also dann wenig Abrisse zu erwarten sind und eine starke Beanspruchung des Materials, vielleicht auch viele Bisse in kurzer Zeit, denn Titan ist extrem knickfest. Das kann ich total zusammenknubbeln. Das ist also absolut knickfest und es lässt sich auch relativ gut verarbeiten. Das zeige ich euch in einem späteren Video. Und wir haben also zwei verschiedene Verarbeitungen da im Angebot. Einmal das Titan Solid. Das ist also mein bevorzugtes Material, weil es sehr dünn gehalten ist. Es ist insgesamt etwas dicker als Draht, aber dafür leichter und wesentlich dauerhaltbarer als normaler Stahl. Und es gibt inzwischen auch einige 1x7 oder 7-Strand-Titan-Vorfächer, die für mein Empfinden aber dann schon relativ dick bei vorgegebener Tragkraft werden. Und ich habe auch das Gefühl gewonnen, dass die nicht ganz so lange haltbar sind wie die Solid-Materialien. Deswegen ist Titan Solid oder einfacher Draht meine bevorzugte Wahl für die Hardbaits. Die Titan Solid Vorfächer haben also die früher am Markt befindlichen Spinnstangen total abgelöst. Die Titan Solid Materialien verbiegen nicht mehr, die kann man also krumm biegen und die schwippen gleich zurück. Wenn man sie über eine ganz scharfe Kante drüber zieht und wirklich ganz brutal um die Ecke zieht, dann mag noch mal eine kleine Welle da drin entstehen. Aber im Großen und Ganzen, im normalen Angeleinsatz, halten diese Materialien extrem lange und deswegen ist das meine Nummer 3 in den Vorfachmaterialien. Aber aufgepasst beim Titan, kauft nicht irgendwas. Auch da gibt es große Unterschiede. Es gibt auch Titan-Stahllegierungen und je mehr Stahl da drin ist, desto mehr leiden natürlich die guten Titaneigenschaften. Und weil Titan insgesamt relativ teuer ist, gibt es da eben dann auch Legierungen mit viel Stahl drin, die dann wieder als Titanvorfächer verkauft werden. Da sind zwar dann auch relativ hohe Preise aufgerufen, aber die tollen Eigenschaften, die Titan eigentlich mit sich bringt, sind da dann deutlich reduziert. Die sind also dann nicht ganz so knickfest, die sind nicht ganz so haltbar und dann würde ich also lieber auf ein Stahlvorfach gehen. Sucht euer bestes Titanmaterial. Es gibt ganz tolles und ganz haltbares Titanmaterial am Markt. Ich persönlich und wir bei uns bei Angel Ussat verwenden praktisch nur das American Fishing Wire Titan, weil die Leute machen das speziell für Angler und wissen, was sie tun. Und entsprechend haben wir damit dann auch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Der Vollständigkeit halber möchte ich natürlich auch auf Materialien eingehen, die ich persönlich jetzt nicht einsetze. Dazu gehört Hartmono, das vor etlichen Jahren dann irgendwie auf dem Markt erschien und als das Übermaterial nicht aus Stahl vorgestellt wurde. Hartmono ist ein oberflächenbehandeltes Monofil, das zwar höhere Schnittfestigkeiten als normales Monofil hat, aber keinesfalls zahnsicher ist. Wir müssen das Zeug ziemlich dick wählen, damit wir eine gewisse Sicherheit haben.
Und dieses Dickwälen hat dann wieder den großen Nachteil der eingeschränkten Beweglichkeit des Köders. Es ist sehr gut sichtbar für den Fisch, es ist schlecht knotbar, es muss in starken Stärken dann unbedingt auch mit Quetschhülse verarbeitet werden, was wieder zu drastischen Tragkraftverlusten führt. Es ist also kein Material, das für mich persönlich jetzt irgendwelche Vorteile bringt. Trotzdem schwören einige Angler darauf. Recht modern als Monofil ist neuerdings dann auch das sogenannte Fluorocarbon, das abgekürzt auch gerne FC genannt wird. Fluorocarbon ist ein völlig anderes Monofilmaterial, das schlechtere Schnittfestigkeiten, schlechtere Knotenfestigkeiten und eine starke Steifigkeit hat. Warum setzen das manche Leute ein? Weil argumentiert wird, dass das Material deutlich weniger sichtbar ist. Tatsächlich hat Fluorocarbon einen günstigen Brechungsindex, günstiger als andere Materialien, aber es ist keinesfalls unsichtbar. Für Forellen- und Barschangler ist Fluorocarbon mit Sicherheit eine gute Bereicherung des Portfolios an Raubfischvorfächern. Allerdings setzen auch einige Hechtangler gern und fast ausschließlich dieses Material ein. Obwohl, wenn es hechtsicher sein soll oder halbwegs hechtsicher sein soll, mindestens 1 mm, besser 1,2 mm starkes Material eingesetzt werden muss. Und auch dann ist es immer noch nicht sicher. Und was will man mit einer 1 bis 1,2 mm starken Wäscheleine vor dem Köder? Viele Köder fallen dann gleich mal aus der Auswahl heraus, weil sie einfach nicht mehr beweglich genug am Vorfach spielen können. Für mich kommt Fluorocarbon deswegen überhaupt nicht in Frage, denn es ist keinesfalls unsichtbar, mit 1 bis 1,2 mm sowieso nicht unsichtbar. Und es ist dann auch wieder schwierig zu verarbeiten, wieder nur Quetschhülse, schlecht zu knoten. Und dieses Wäscheleinzeugs ist also eigentlich dann überflüssig am Markt. Wenn ich Unsichtbarkeit haben möchte, Vorfach verkürzen, Stahlvorfach verkürzen und davor dann meinetwegen normales Monofil oder normales Fluorocarbon, aber keinesfalls Zähne mit Fluorocarbon in Verbindung bringen. Das ist nicht weitgerecht. Auch immer noch am Markt befindlich haben wir sogenanntes Kevlar. Kevlar ist eine Aramidfaser und Kevlar bezeichnet den Markennamen der Firma DuPont für dieses Aramidmaterial. Diese, ja, Kunststofffaser ist recht schnittfest, sie ist nicht 100% schnittfest und wird also in verschiedenen Verflechtungen dann wie unsere geflochtene Schnur, die wir auch auf der Rolle haben, dann für uns Angler angeboten. Das Zeug ist knotbar, es hat eine gewisse Zahnfestigkeit und es ist auch sehr schön geschmeidig, aber es wird dick, es ist keinesfalls unsichtbar und es ist keinesfalls zahnsicher. Und deswegen gibt es eigentlich nur eine sinnvolle Einsatzbreite für dieses Kevlar-Material. Das ist für mich dann der Einsatz beim Welsangeln. Welsvorfächer aus Kevlar haben tatsächlich viele Vorteile. Man würde für den Wels niemals Stahlvorfach nehmen. Stahlvorfach ist viel zu dünn und wenn wir also einen richtig schweren Wels, richtig kräftig ziehend, dann da drillen würden, dann würden wir dem Wels hier die ganze Schnauze kaputt schneiden, wir würden ihm die Barteln abschneiden und das wollen wir natürlich dem Tier nicht antun. Und entsprechend nimmt man da ganz bewusst ein etwas dickeres, etwas schonenderes Material, das trotzdem gegen dieses Scheuermaul, der hat zwar kleine Zähne, aber trotzdem, weil es lange hin und her geht, unter starker Last, eben dann auch eine sehr beanspruchende Mauloberfläche. Und dadurch wird also dann Kevlar optimal eingesetzt. Mit Kevlar können wir mit dickem Kevlar, ich habe hier mal typisches Kevlar-Vorfach mitgebracht, mit Kevlar können wir also dann die Welse sicher drillen. Wir können das Zeug sehr gut knotenfrei verarbeiten, obwohl Kevlar auch knotbar ist, können wir das spleißen. Auch das zeige ich euch in einem späteren Video mal. Und dadurch haben wir dann also ein wunderbares, 100% tragkraftbehaltendes Vorfach für die Welsangelei.
Übrigens auch sehr angenehm bei der Landung des Welses. Da muss man ja dann schnell mal auch in die Schnur hineingreifen. Dann ist das auch sehr schön für unsere Hände, dass wir kein dünnes Material da im Einsatz haben. Denn damit würde, wenn der Wels dann abzieht, auch unsere Hand in Mitleidenschaft gezogen. Genauso wie wir dem Hecht das Maul zerschneiden, würden wir uns bei der Landung gegebenenfalls dann auch die Finger zerschneiden. Also Kevlar und Wels passt wunderbar zusammen. Ansonsten hat das für mich persönlich jetzt keine große Daseinsberechtigung mehr. So, liebe Angelfreunde, jetzt habt ihr einen kleinen Einblick in meine Vorfachauswahl bekommen und in folgenden Videos zeige ich euch die einzelnen Materialien noch einmal in ihrer Verarbeitung. Ich hoffe, ich konnte euch ein besseres Gefühl für eure persönliche Auswahl zum Material geben. Wer seine Vorfächer selbst bastelt, bekommt noch ein paar Anleitungen zur Verarbeitung der hier vorgestellten Materialien in extra dafür dann angefertigten Videos. Ich mache also einige Videos zum Vorfachbau. Die stelle ich euch dann später vor. Im Moment sage ich Petri Heil und alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Uli Bayer.